Schlüssel. Wo weiter? Ich habe den Schlüssel. Thank you.
bin durch das Tor. Sorgt dafür, dass der Weg frei ist. Ich bin unterwegs. Mir nach, hier lang. Was jetzt? Erklär den Westflügel. Ich komme von Osten. Es wäre ratsam, von jetzt an Funkstelle zu halten. Ja, stimmt. Hier. Treffen wir uns drin.
Hey, du! Mein edler Ritter. Offenbar komme ich rechtzeitig. Sieht ganz so aus. Obwohl ich mich in der Regel nicht von einer Wache überwältigen lasse. Sind Sie allein hier? Devi und Finley sind bei mir. Sie übernehmen die restlichen Wachen und Sie? Ich konnte meinen Trupp nicht mitbringen, aber es ist jemand bei mir. Vertrauen Sie der Person? Ja, mit meinem Leben. Also gut. Was jetzt? Wir treffen ihn drin und gehen zur Bibliothek. Na los. Na los. Hey, du! Na los. Eindringlich!
Na los. Wie Sie sehen, gab es etwas Widerstand. Direkt hier drüben. Dani, wir haben einen Weg rein. Einmal am Platz können wir über die Postkutsche auf den Balkon klettern. Ritter, helfen Sie uns, das Ding zu schieben. Du musst bleiben. Rani, ich muss an deiner Seite sein. Das bist du immer, Kind. Was ist mit ihm und seinen Komplizen? Befolge meinen Rat. Weißt du denn nicht, wie wichtig du mir bist? Warum schickst du mich dann fort? Weil du die Sache fortsetzen musst, falls mir etwas zustoßen sollte. Sag das nicht. Devi, auch wenn sie mir nicht trauen, ich werde ihre Königin beschützen. Das bin ich Ihnen beiden schuldig. Dann strengen Sie sich an. Mit ihr sollten Sie es sich besser nicht verderben. Gehen wir rein, bevor noch mehr Wachen kommen. Vorsicht! Flintenspezialisten! Von hinten kommen noch mehr! Von unten auch! Flintenwache getroffen! Verdammt! Mann getroffen! Hier, direkt bei mir ist jemand! Jemand! Ich bin wieder!
Der Bastard ist genau hier! Hier, genau bei mir! Verdammt! Verdammt, Mann getroffen! Unter starkem Beschuss! Lade nach! Niemand getroffen! Das war anscheinend der Letzte. Jeden Moment könnten mehr kommen. Gehen wir weiter. Na los. Liebster Jacob, unser Freund hat mir geraten, dich vor meiner Ankunft in England zu kontaktieren. Obwohl unsere Unternehmung zu Beginn auch am seidenen Faden hing, so berichte ich umso lieber, dass die Operationen nach Plan verlaufen. Die örtliche Regierung erwies sich als leicht zu überzeugen. Ich erwarte keine weiteren Probleme mit den Regierungstruppen, die großzügig entschädigt wurden. Es bleibt die Tatsache, dass einige isolierte Fraktionen im Commonwealth-Gebiet von Indien immer noch unsere Leute bekämpfen. Das bleibt zumeist erfolglos, doch es ist Sachschaden am Kompanieeigentum entstanden, der schwer zu ersetzen sein könnte. Wir sind zuversichtlich, dass die Situation bald unter Kontrolle ist. Ich hoffe, dein Problem mit den Indern wird ebenfalls richtig angegangen. Ich freue mich, dich bei meiner Ankunft zu sehen. Worauf warten Sie? Lucan, Feuer einstellen! Das ist Lakshmi Bai, die Anführerin der Rebellen. Sie ist deine Komplizin? Hast du deinen Verstand verloren? Ich könnte das Gleiche fragen. Man könnte meinen, dass du mich in einen Hinterhalt der Rebellen gelockt hast. Und mich zu meiner Verhaftung. Dafür haben wir keine Zeit. Wir brauchten Hilfe und ich konnte mich nur an sie wenden. Das ist Irrsinn. Du bringst den Kern unseres Ordens in große Gefahr. Alistair, du musst mir vertrauen. Du wolltest unbedingt Beweise haben. Sie war mit mir in Blackwall. Sie hat gesehen, was ich gefunden habe. Du willst mir erzählen, sie hat geholfen, die Docks der Vereintes Indien-Kompanie zu zerstören? Mein Vater hatte recht, das war ein terroristischer Anschlag. Sie hat dich benutzt. Sie machte mich auf die Verschwörung aufmerksam. Und wenn wir das hier durchziehen wollen, brauchen wir ihre Hilfe. Was, wenn du falsch liegst? Dann übernehmen sie und ich die Verantwortung. Und tragen die Konsequenzen. Wie Mallory. Ich hoffe, du hast recht, Gray.
nicht entdecken, dass du auf der falschen Seite stehst. Ich auch nicht, Bruder. Gefunden! Am anderen Ende der Lobby! Wir wachen auf der anderen Seite! Scheiße! Lade nach! Wache getroffen! Okay! Hierdurch, über den Balkon zum Hof. Mein liebster Jacob, unser... Es regierte der gute und verehrte Dasarata mit großer Zuneigung das Land und die Stadt. Wohlgeschult in den heiligen Schriften, strebte er mit Macht, Tapferkeit und Glück nach dem Wohle seines Königreiches. Er war der Stolz von Ikshvakus Samen, wegen seiner erhabenen Gedanken und seiner rechtmäßigen Taten, wegen seiner Strebsamkeit gegenüber den Heiligen, seiner ruhmreichen Tugend, den unterworfenen Feinden und der gezähmten Leidenschaften. Es gab keinen Rivalen für Dasarata, der es in unermesslichem Reichtum mit ihm aufnehmen konnte. Außer Indra und der Gott des Goldes. Er regierte wie Manu, der erste aller Könige, und versorgte bewunderungswürdig seinen Staat. Sicher, gerecht und immer wahrhaftig behielt er Liebe, Pflicht und Gewinn im Auge und herrschte über seine Stadt, reich und frei, wie Indra über Amaravati. Eines solchen wunderbaren Ortes würdig lebte dort ein gerechtes und glückliches Volk, welches mit Scharen von Kindern gesegnet war. Weder suchte ein zufriedener Mann nach mehr, noch verlangte er neidvoll nach den Vorräten eines Reicheren. Armut selbst war unbekannt.